Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Einst sammelten sich im Nordland, wenn die Eisriesen den vernichtenden Hammerschlägen Thors gewichen waren, in den Fjorden die Wikingerscharen. Auf den Drachenschiffen flatterten die Wimpel. Die Segel wurden gehisst und hinaus ging es zur Vernichtung ganzer Reiche. Ich habe gleich nach dem Krieg anhand meiner Tagebuchaufzeichnungen die Ereignisse dieser Tage zusammengestellt und lasse die so entstandene Niederschrift hier folgen. Admiral Georg Alexander von Müller, Chef des Marinekabinetts. So eine Schilderung ähnelt der Zusammensetzung eines Mosaikbildes, bei der es viele Farben schillernder, aber auch mancher eintöniger Steine bedarf, um ein vollständiges Bild zu zeichnen. Karl von der Osten-Farbeck, kaiserlich-deutscher Marineoffizier. Jene Zeiten sind dahin. Die Nachkommen der Wikinger sind Kulturmenschen geworden. Ja, sie leiden zum Teil geradezu an geistiger Überfeinerung. Ich habe mich stets bestrebt, alles, was ich als Herrscher und als Mensch tat, in Übereinstimmung mit den Geboten Gottes zu halten. Manches ist anders gekommen, als ich wollte. Mein Gewissen ist rein. Wilhelm, Imperator Rex. Die Nordlandfahrer von Philipp Stegers. Regie Claudia Johanna Leist. Am 18. Juni 1914 trat der Kaiser die übliche Sommersportreise nach Hamburg und Kiel an. Die Elbregatta am 23. Juni brachte einen glatten Sieg der neuen kaiserlichen Segeljacht Meteor. Alles war in bester Stimmung. Am 24. Juni traf der Kaiser auf seiner Dampfjacht Hohenzollern im Kieler Hafen ein. Die Kieler Woche war das gesellschaftliche Ereignis des Jahres. Kriegsschiffe verschönerten das farbenfreudige Bild des Hafens, zumal die Kriegsschiffe und Yachten über die Toppen flackten. Es herrschte ein unglaublicher Trubel und es wurde großer Luxus getrieben. Segel setzen! An die Schoten! Also am 28. Juni lief der Meteor gleich nach dem Gottesdienst zur Segelwettfahrt aus. Ich selbst blieb zur Erledigung von Dienstgeschäften auf der Hohenzollern zurück. Ich hatte als Navigator den Meteor zu segeln. Der Start war eine gewaltige Nervenprobe. Die Spannung steigerte sich auf das Äußerste, ganz besonders beim Kaiser, der alle Races mitsegelte und den größten Wert auf erste Preise legte. Nachmittags um 2.30 Uhr wurde mir ein Telegramm an den Kaiser vom Generalkonsul aus Sarajevo gebracht. Ich beschloss, das Telegramm gleich persönlich dem Kaiser zu überbringen und fuhr mit dem Verkehrsboot in See. Der Kaiser stand mit seinen Gästen auf dem Heck, beobachtete etwas beunruhigt das herankommende Dampfboot. Eure Majestät! Eure Majestät! Ich überbringe eine wichtige, wichtige Nachricht! Ich werde die Meldung hinüberwerfen! Worum handelt es sich, Müller? Erzherzog Franz Ferdinand und Gemahlin! Erzherzog Franz Ferdinand und Gemahlin sind soeben in Sarajevo einem Revolverattentat, zum Opfer gefallen. Meinen Sie, dass man das Race besser abbrechen soll? Diese Maßnahme scheint mir doch
geboten. Immerhin handelt es sich hier um ein Ereignis, dessen Folgen nicht absehbar sind. In tiefer Sorge über die Wendung, die die Dinge nehmen konnten, beschloss ich nun, meine geplante Nordlandreise aufzugeben und zu Hause zu bleiben. Der Reichskanzler und das Auswärtige Amt waren der entgegengesetzten Auffassung. Der Reichskanzler erklärte mir, wenn ich den schon bekannten Reiseplan jetzt noch aufgeben würde, werde das dazu führen, die Lage ernster erscheinen zu lassen, als sie bisher sei, und möglicherweise zum Ausbruch des Krieges beitragen, für den ich dann verantwortlich gemacht werden könne. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, angesichts der unsicheren Zukunft mein Land zu verlassen. Es gibt aber auch eine andere Lesart, wonach der Kaiser selbst die Reise sehr gewünscht habe. Ich weiß nicht, was das Zutreffende ist. Ich habe mich zwar über den Entschluss zur Reise gewundert, aber als direkt unzulässig habe ich sie nicht empfunden. Den vornehmsten Wikingszug nach dem Nordland unternimmt alljährlich der deutsche Kaiser. Seine Vorliebe für Norwegen ist in erster Linie begründet durch das echt germanische Sehnen nach dem sagenreichen Land der Mitternachtssonne und der gigantischen Natur, wo die gewaltigen Steinsäulen gen Himmel ragen und der Ozean tausende von Fuß unter dem Kiel gähnt. Oben im einsamen Nordland kann er ledig allen Staatsgedränges als Mensch seiner Wahl leben. Der österreichisch-ungarische Geschäftsträger hat gestern bei mir angefragt, ob Deutschland seine Bündnispflichten im Falle eines österreichischen Konfliktes mit Serbien erfüllen würde. Das habe ich selbstverständlich zugesagt. Meine Armee ist für alle Fälle bereit. 6. Juli, 9.15 Uhr von Wildpark ab. Ununterbrochene Unterhaltung im Speisewagen bis nach Kiel. Das sind Binsenweisheiten, Müller. Es ist lediglich Österreichs Sache, dass es hierauf zu gedenken tut. In Ehren und vitalen Fragen konsultiert man andere nicht. Aber es wäre fatal, Eure Majestät, wenn sich daran ein europäischer Krieg entzünden würde. Blech! Der Zar wird sich nicht auf die Seite der Prinzenmörder stellen. Außerdem sind Russland und Frankreich überhaupt nicht kriegsbereit. Nein! Ich glaube nicht an größere Verwicklung. Seine Majestät, der tags zuvor und noch am Morgen des heutigen Tages Vertreter des Kriegsministers, des General- und Admiralstabs und des Reichsmarineamts empfangen hatte, zur Besprechung der Lage, sprach mit mir kein Wort darüber. Bei dem großen Interesse des deutschen Volkes für das Seewesen darf die Vorführung eines so schönen Schiffes, wie es die Hohenzollern ist, schon an und für sich bei den Lesern der illustrierten Zeitung auf eine beifällige Annahme rechnen. In unserem Fall wird dieses Interesse umso reger sein, als es sich bei der stolzen, leuchtend weißen Yacht um den Aufenthaltsort des Kaisers während seiner Nordlandfahrt handelt. Als Navigationsoffizier war ich für die Navigierung und Sicherheit des Schiffes verantwortlich. Für einen Ernstfall hatte die Hohenzollern zu wenig Boote. Wenn es geheißen hätte, alle Mann in die Boote, hätte es eine Katastrophe gegeben. Mittlerweile hat das Gefolge seine Einrichtung an Bord beendet und der Betätigung des Orientierungsdranges steht nichts mehr im Wege. Denn es ist begreiflich, dass man mit Menschen und Dingen vertraut zu werden wünscht, mit denen man 4 Wochen lang innerhalb desselben Schiffsraumes ein unzertrennliches Ganzes zu bilden bestimmt ist. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Der beeindruckende Forschungsreisende Professor Güssfeld plante für den Kaiser alle Nordlandreisen. Das engere Gefolge des Kaisers umfasst 16 Personen und setzt sich zusammen aus den mit dienstlichen Funktionen betrauten Herren. Güssfeld war ein netter und trotz seines hohen Alters lustiger Kerl, der gern den Humpen schwang, ohne dabei sehr trinkfest zu sein. Zu dem engeren Gefolge treten nun die 7 bis 9 Gäste, die der Kaiser vor der Nordlandreise auswählt.
Ich hatte Zeit, mich in meiner Kabine häuslich einzurichten. Für mich als Gast seiner Majestät war in ausgiebiger Weise gesorgt worden. Und man freute sich des gediegenen Komforts. Ich glaube, dass selbst der raubbeinigste Wikinger gern von seinem Drachenschiff auf die Hohenzollern übergesiedelt wäre. Der berühmte Marinemaler Professor Bord war einer der Lieblingsmaler des Kaisers. Bei der Ankunft auf der Hohenzollern nahm seine Majestät sich den Flottenchef und den Stationschef beiseite und sprach auch mit ihnen die Situation durch, was ganz überflüssig war. Der österreichisch-ungarische Geschäftsträger hat gestern bei mir angefragt, ob Deutschland im Falle eines österreichischen Konfliktes mit Serbien seine Bündnispflichten erfüllen würde. Dies habe ich selbstverständlich zugesagt. Ich denke, Österreich wird seine Entscheidung über die Schritte gegen Serbien in etwa 9 Tagen fällen. Trotz der offenbaren Absicht seiner Majestät, mich bei der Unterredung zu schneiden, ging ich einfach mit auf das Promenadendeck und wohnte der Unterredung bei. Seiner Majestät blieb weiter nichts übrig, als sich dem zu fügen. Aber ich werde mir den Fall merken. Die für alle geltende gemeinsame Tracht des kaiserlichen Yachtclubs verwischt schon äußerlich alle Unterschiede. Der Verkehr ist eingestimmt auf den Grundton der Kameradschaft. Ein gemeinsames Band umschlingt uns alle. Das ist die Treue, die Ehrfurcht und die Dankbarkeit, die wir dem Kaiser entgegentragen. Wir fühlen uns als Vasallen im schönsten Sinne des Wortes. An der Spitze der Nordlandfahrtgesellschaft steht der allerdurchlauchtigste Fahrtenmeister Kaiser Wilhelm II. Ihre Teilnehmer werden in Oberfahrtgesellen und Vize-Oberfahrtgesellen geteilt. Und damit heiße ich meine Fahrtgesellen willkommen an Bord zur nunmehr 26. Nordlandfahrt. Jeder von diesen hat ein besonderes Amt zu verwalten, dessen Pflichten und Rechte statuarisch festgelegt sind. Professor Güssfeld. Oberschlurfer und Sachverständiger in Berg- und Talangelegenheiten. Marinemaler Bord. Eisonkel und Sachverständiger in Öl und Essig. Admiral von Müller. Korrespondierendes Mitglied. Ein Dreifaches! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Leine los! Leine sind los! Am Morgen des 7. Juli ging die Hohenzollern mit der üblichen Nordlandreisegesellschaft in See. Am Bug des stolzen Schiffes droht der deutsche Reichsadler. Das Sinnbild selbstbewusster Kraft, der seine Schwingen der Sonne entgegen in lichte Höhen ausbreitet. Zur Seite des Kaiserschiffs, einem Pagen gleich, hält sich der hurtige Sleipner, der nicht umsonst den Namen des achtfüßigen Wotan-Rosses trägt. Eine schöne Seefahrt lag nun vor uns und wurde in heiterem Gespräch und in froher Erwartung der kommenden Dinge verbracht. Der Kaiser blieb fast ununterbrochen auf Deck. Gegen 18 Uhr wurde die Nordspitze Jütlands, das berüchtigte Kap Skagen, südlich des 58. Breitengrades passiert. Lange blaue Wogen wälzten sich heran. Mit ihrem messerscharfen Bug schnitt die Hohenzollern das aufbäumende Wasser durch. Leicht und graziös eilte das schöne Schiff dahin, mit allerdings ziemlich starken Neigungen nach beiden Seiten. Sie machen sich keine Vorstellung vom Ausmaß der Katastrophe, als unser lieber Freund Görlitz einst in Straßburg in ein Café trat und mich suchend 2 Marmortische mit zahllosen Gläsern und Flaschen den entsetzten Gästen auf die Füße warf. Graf von Schwering, Festbarde und Polarskalde. 2 Minuten nach dieser Erzählung warf Görz im Rauchsalon einen Rauchapparat auf die Erde. Bald darauf flog Görzens großes Skizzenbuch vom Oberdeck hinab. Und als er den Radkasten bestieg, um sich danach zu erholen,
fiel er mit ungeheurem Spektakel die Stufen hinunter in einen Glasvorbau. Über Georg Hülsen fast erdrückte. Als Götz uns nun von seinem Missgeschick Mitteilung machen wollte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Elefantenoberkörper quer über unseren Tisch. Graf Götz, Sachverständiger in Unfallangelegenheiten und Sangesbruder. Sehr langer Abend im Rauchsalon, bei dem Schwering, Hülsen, Görz und Güssfeld die Hofnarren spielen. Die Morgenstunde ist an Bord der Hohenzollern auf 8 Uhr festgesetzt. Die Matrosenkapelle spielt den Flaggenmarsch zum Zeichen für jedermann an Bord, dass die Reichskriegsflagge am Heck gehisst wird. Es ist Zeit, an Deck zu eilen. Dort finden wir den Kaiser schon bei der Musterung der während der Nacht gefangenen Seefische und Hummer. Guten Morgen, Eure Majestät. Oh, guten Morgen, Bord. Komm, meine Herren. Nach herzlich ausgetauschtem Morgengruß geht es zum Turnen auf das Promenadendeck. Der Kaiser selbst geht seinem Gefolge mit gutem Beispiel voran und führt alle Übungen, welche auf sein Kommando erfolgen, gewissenhaft aus. Wir suchen dem Kaiser nachzueifern und schwitzen wie einst auf dem Kasernenhof. Ich kann doch keine Knie beugen. Ich muss ihn wohl mal auskitzeln. Was? Hier, auskitzeln. Bei den gemeinschaftlichen Freiübungen vor dem Frühstück wurde allerhand Schabernack getrieben, auch vom Kaiser persönlich. He's like a boy, sagte sein amerikanischer Freund Armer von ihm. Zum Frühstück gab es Kaffee, Tee oder Kakao, eine Eierspeise oder gebratenen Fisch, Brötchen und Butter. Kuchen, und zwar hauptsächlich Streusel- und Napfkuchen, mit viel Kümmel eingebacken. Der Kaiser glaubte, dass ich gern Kuchen esse, und so bekam ich jeden Tag von ihm einen großen Teller voll Kuchen, den er selbst aussuchte. Für die Dauer der Nordlandreisen hat der Kaiser die Grenzen der Hofetikette stark erweitert und gestattet seinen Fahrtgesellen eine große Bewegungsfreiheit im persönlichen Verkehr mit ihm. Der Kaiser sieht es nicht als Verstoß an, nimmt es vielmehr freundlich auf, wenn man ihn, falls die Umstände es zulassen, anredet. Und oft entwickeln sich daraus Gespräche, die eine bleibende Erinnerung zurücklassen. Das war nicht die Tat der Menschen. Das war Gottes Tat. Oh ja, genau. Wenn wir nur an das Greifbare denken, uns nur an das Greifbare halten, so haben wir in den historischen Geschichtstatsachen die sichtbaren Beweise für das Walten Gottes. Ja. Wir haben die sichtbaren Beweise, dass er mit uns war und mit uns ist. Oh ja, oh ja. Und aus diesen Lehren der Vergangenheit, aus den greifbaren, sichtbaren Tatsachen der Vergangenheit. Es gab eine lange, sehr lange Unterhaltung mit dem Kaiser, den im Feuer der uns die allerneuesten Forschungen in Assyrien mitteilte und uns sein Verhältnis zu der Bibel in ihrem alttestamentarischen Inhalt auseinandersetzte. Sein Gedächtnis und das Feuer seiner Rede war erstaunlich. Augen empor! Ja. Herzen empor! Ja. Vertrauen auf Gott! Wir dampfen unter der norwegischen Küste. Das Land starrt von Klippen. Die Sage erzählt, dass Gott, als er dieses Land gemacht, die Felsen aus großen Körben herausgeholt habe. Danach seien aber viele kleine Steinbrocken übrig geblieben, welche er dann mit der Hand im Meer verstreut habe. Der Telegraph schien der Bevölkerung das Nahen des deutschen Kaisers verkündet zu haben. Auf einem Felsen bei der Stadt Haugesund standen viele Menschen, welche die Tücher schwenkten. Und aus 6 bis 8 kleinen Segelbooten tönten freudige Begrüßungsrufe zu dem Kaiser hinüber. Es zieht mich mit magischen Fäden zu diesem kernigen Volk. Das norwegische Volk hat in seinen Sagen und seiner Götterlehre stets die schönsten Tugenden zum Ausdruck gebracht. Die Mannentreue und die Königstreue. Ja. Diese Tugenden sind in hohem Maße den Germanen eigen.
Die Fahrt durch den Hardanger Fjord bei dem zauberhaft schönen Wetter war herrlich. Wir saßen auf Deck und sahen durch die Ferngläser auf die Gletscher und Wasserfälle, da vorne, die in diesem Jahr übervoll von seltener Schönheit sind. Görz gab dazu wenig verständliche Erklärungen ab, während er seine Umgebung mit Zigarrenasche bestreute. Der Kaiser vertiefte sich in alle Einzelheiten des reich gestalteten Landes. Seinem scharfen Auge entging nichts Bemerkenswertes. Zebraschnee! Alles voller Zebraschnee! Ausgezeichnet beobachtet, Euer Majestät! Ausgezeichnet! Ein Künstler kann kein feineres Gefühl für Naturschönheit haben als der Kaiser. Da vorne ist noch ein Wasserfall. Fantastisch! Seine Majestät besitzt im hohen Grade das, was den Künstler macht. Größe in der Anschauung, Gefühl für Form und Farbe, Ruhe und Bewegung. Dazu eine gottesfürchtige Andacht angesichts der gewaltigen Naturschöpfungen. Juli, 18 Uhr, Ankunft in Odda. Odda wird stark von Fremden besucht, weil sich von dort eine große Anzahl von Ausflügen machen lässt. Es besteht aus einer Kirche, mehreren Hotels und einem im Ortskern befindlichen Schmelzwerk mit angeschlossenen Karbid- und Cyanamidfabriken. Kurzer Spaziergang durch das grässliche Proletariernest. Einen Überblick über das Leben und Treiben an Bord der Hohenzollern und der harmlosen, gesunde, Sinne verratenden Fröhlichkeit, mit der man sich vergnügte, gewinnt man aus den Statuten der Nordlandsfahrtgesellschaft. Paragraph 1. Die Nordlandsfahrtgesellschaft ist eine Abendgesellschaft, die sich für gewöhnlich bis zur Mitternachtssonne ausdehnt. Nach der Abendmahlzeit stand man noch stundenlang im Gespräch an Deck herum oder saß im Rauchsalon bei Karten oder anderen Spielen. Der Kaiser hatte immer einige Herren beim Mosel, von dem er selbst nur nippte, um sich versammelt, und bildete mit ihnen den Moselclub. Güsfeld war Präsident. Das hiesige Landschaftsbild erinnert mich sehr stark an einen Ritt durch das Tal von Agua de la Vida in der chilenischen Cordillere. Ich wurde wegen dauernden Fernhaltens zum korrespondierenden Mitglied ernannt. Nach Verlassen von Odda dampfen wir nach Bergen, der reizend am weit ausbuchtenden Fjord gelegenen Stadt. Hier bereitet das Volk dem Kaiser ein herzliches Willkommen, was umso höher bewertet werden muss, als sonst keinerlei festliche Empfänge stattfinden. Eine ständige Programmnummer der Nordlandreisen waren die Frühstücke im Landhaus des Konsuls Mohr während des Kohlens der Hohenzollern. Sehr wohl, Majestät. In jedem Jahr wiederholte sich hierbei die sehr freundlich gemeinte Behauptung des Kaisers. Also, mein lieber Mohr, ich kann es bei meinem Hofmarschallamt nicht erreichen, einen so guten Rotwein vorgesetzt zu bekommen, wie Sie ihn im Keller führen. Nachdem der Kaiser etwa eine Stunde daselbst verweilt, wurde die Rückkehr durch die Villenvorstadt um Bergen herum zu Wagen angetreten. Seine Majestät wurde auf der Fahrt nur wenig erkannt, und zwar meist erst, nachdem allerhöchst derselbe bereits vorbeigefahren war. 11. Juli. Fahrt von Bergen nach Balholm. Gestern wieder im Rauchsalon bis 12 Uhr. Thema: Frithjof und Ausgrabungen in Korfu. An der Ecke, die das südliche Ufer des Essefjord mit dem Sonjefjord bildet, liegt der vielgenannte Ort Balholm, der als Schauplatz der Frithjofsage gilt. Gegenüber schiebt sich das Vorgebirge Framnes in die See, des kühnen Recken Frithjofs reicher Besitz, von dem die Sage singt. Doch Frithjof als einziger Sprössling teilte mit keinem und nahm in Frieden Besitz von Framnes. Der Kaiser las uns voller Begeisterung aus dem zweiten Gesang die wunderbar schönen Lehren vor. Jeder Vers ist ihm vertraut, wie eine Richtschnur,
die er sich zog. Gehorche dem König. Einem gebührt die Macht. Wie tags am hohen Himmel ein Auge wacht. Furcht weckt der Stolze wenig. Hass überall. Und Hochmut kommt, O Frithjof, stets vor dem Fall. Den Tagpreis erst, wenn die Sonne gesenkt sich hat. Getrunkenes Bier auch Lob. Ja, richtig, Majestät. Und befolgten Rat. Das ist Dichtung. Das geht ins Herz direkt. Aus dem Zusammenklang der erhabenen Dichtung mit der erhabenen Landschaft mag in der Seele des Kaisers der Wunsch aufgesprungen sein, das norwegische Land und seine Bewohner dadurch zu ehren, dass er ihrem sagenumwobenen Vorfahren Frithjof ein Denkmal errichtete, auf der weithin sichtbaren Höhe von Framnes. In Norwegen war man gar nicht begeistert, dass der deutsche Kaiser dort ein Frithjof-Denkmal aufstellte. Wenn man das Bedürfnis nach einem solchen Denkmal hätte, würde man es schon selbst setzen. Der Kaiser berauschte sich geradezu an seinem Frithjof, der das ständige Gesprächsthema im Rauchsalon bildete. Hierbei wurde bedauernd festgestellt, dass die New Yorker Freiheitsstatue 46 Meter hoch ist und der Frithjof leider nur 18. Am Abend hatte der Kaiser Musik gewünscht. Görz erschien als Sohn Paganinis und spielte die Geige ohne Saiten, die Töne mit dem Mund imitierend. Sein großes schauspielerisches Talent trat deutlich bei dieser vorzüglichen Leistung zutage. Ich musste meine Balladen Vaterland, Schön Astrid und Alf und Ulf singen. Es war ein ganz eigenes Gefühl, diese der nordischen Anschauung entsprungene Dichtung angesichts der Klippen und Felsen seinem deutschen Kaiser singen zu können. Weil er ihm treu zur Seite stand, bis Ulf in seinen Armen starb. An diesem, wie an allen folgenden Sonntagen, besichtigte der Kaiser nach dem Frühstück Schiff und Besatzung und vereinigte dann die Offiziere und Mannschaften sowie die Herren der Begleitung zum Gottesdienst auf dem Achterdeck. Die Wirkung dieser schlichten Art der Gottesverehrung ist ungleich stärker auf Seele und Gemüt als die des prunkvollsten Gottesdienstes in ragenden Domen. Der Kaiser erscheint in Admiralsuniform. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Amen. 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 Der Kaiser las nun das Eingangsgebet. Es folgte eine Predigt, welche durch Kürze und Verständlichkeit zum Herzen sprach. Und doch so groß! Demütig wird man da und doch so mutig! So hoch gemutet. Ich kann nicht sagen, dass der Kaiser mir eine sympathische Persönlichkeit war. Er hatte sogar viele Züge, die mich direkt abstießen. Der Kaiser hatte eine gute Auffassungsgabe, ein erstaunliches Gedächtnis und verfügte über ein glänzendes Erzählertalent. Alles sehr schätzenswerte Gaben, deren Besitz aber nicht auf die Notwendigkeit ernster Arbeit hinwies. Der Kaiser nahm sehr vieles sehr oberflächlich. Er war außerordentlich von sich selbst durchdrungen und glaubte, in Dingen ein Urteil abgeben zu können, in denen er tatsächlich weder urteilen konnte, noch zu urteilen brauchte. Das ist schlichte Seemannsfrömmigkeit. 12. Juli, Sonntag. Dumme Predigt. Amen. Amen. Für den, welcher die Krone trägt, ist es keineswegs leicht zu reisen. Zu ihm gesellt sich Frau Sorge. Gestatten. Sie fliegt auf dem Draht daher. Sie kommt mit dem Torpedoboot längsseits. Der Kurier bringt sie in seinem Felleisen an Bord. Frau Sorge stellt sich neben den Kaiser
und raunt ihm in fröhlichen Stunden von Gefahr zu. Ein Telegramm für Eure Majestät. Meine Flotte lag, wie auf der Erholungssommerreise üblich, in den norwegischen Fjorden. Ich wurde während des Aufenthaltes in Balholm vom Auswärtigen Amt nur spärlich mit Nachrichten versehen. Ich war hauptsächlich auf die norwegische Presse angewiesen. Aus der glaubte ich zu erkennen, dass die Lage ernster wurde. Ich telegrafierte wiederholt an Kanzler und Auswärtiges Amt, dass ich es für ratsam hielte, nach Hause zurückzukehren. Ich wurde aber jedes Mal gebeten, meine Reise nicht abzubrechen. Während des Aufenthaltes vor Balholm verkehrte der Kaiser im Haus des Malers Hans Dahl, dessen gesellschaftlich gewandte Frau es verstand, die Crème der Badegesellschaft von Balholm an den Kaiser heranzubringen. Der Erfolg war dann ein Nachmittagsempfang auf der Hohenzollern mit Tanz unter gänzlichem Hinwegsetzen über Hoffähigkeit. Paragraph 2. Die rühmlichst bekannte Karlauer Firma Görz, Hülsen, Schwering und Company ist dafür verantwortlich, dass die verbrauchten Witze monatlich durch neue ersetzt werden. Der Kaiser hat noch drei Zittern wie diejenige, die Görz mitbrachte, kommen lassen und spielt jetzt selbst mit uns, was ihm die größte Freude macht. Das Quartett besteht aus dem Kaiser, Görz, Hülsen und mir. Das Gedächtnis des Kaisers für Melodien ist ganz ausgezeichnet. Paragraph 3. Die Nordlandsfahrtgesellschaft lebt teils von Konserven, teils von Erinnerungen. Als ich im Bahnhofsrestaurantgarten in Wilhelmshaven saß, kam ein Hund angelaufen und legte sich Fräulein von Mardey zu Füßen. Er blieb einfach bei uns und Fräulein von Mardey schenkte ihn mir mit dem Wunsch, dass er Leo heißen sollte. Leo ist von Stund an bei mir geblieben und hat sich als Prachtkerl von Hund erwiesen. Er ist klug wie ein Mensch und treu wie Gold. Nicht wahr, Leo? Als ich Leo eines Tages in der Wohnung gelassen hatte, sprang er einfach durch die Fensterscheibe, als er mich erblickte. Oh. Na, bravo. Görz, sind schon wieder auf den Schwanz getreten. Dann passen Sie doch auf, Görz. Komm mal her, Leo. Ist ja gut. Ist gut, mein Kleiner. Ist gut. Der Kaiser fand großen Gefallen an meinem Leo, der selbstredend die ganze Reise mitmachte und bei jeder Partie auf allerhöchsten Wunsch mitgenommen werden musste. Und von da an nannte mich seine Majestät nur noch Leo. Noch lange verweilte der Kaiser an Deck, um die helle Sommernacht und die lauwarme balsamische Luft zu genießen. Um 23:30 Uhr nachts schoss seine Majestät zwei Möwen mit der Büchse. Hopp und hopp, das sind doch meine Kniebeugen. Majestät, die erste Zeit der Fahrt vollzog sich in tiefem Frieden und verlief ganz nach dem Schema vergangener Jahre. Erst am 19. Juli machte sich beim Kaiser eine erhebliche Aufregung über die Folgen des von Österreich an Serbien zu stellenden Ultimatums geltend. Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes in Berlin an den Reisediplomaten im kaiserlichen Gefolge. Am 23. Juli soll österreichische Demarsch in Belgrad erfolgen. Beabsichtigt scheint 48-stündiges Ultimatum und es wird von der Entwicklung der Ereignisse abhängen, ob und wann Anwesenheit seiner Majestät hier erforderlich sein dürfte. Bitte eventuell Admiral von Müller ins Vertrauen zu ziehen. Seine Majestät aber nicht vorzeitig zu beunruhigen. Die in den norwegischen Gewässern übende Hochseeflotte erhielt Befehl, sich so einzurichten, dass sie auf Abruf gleich zur Heimreise versammelt werden konnte. Die Spannung hinderte jedenfalls nicht, dass am 21. Juli der übliche Nachmittagstanz auf der Hohenzollern stattfand. Mein geliebtes Frauchen, tausend Dank für deinen Brief. Über meinem Kopf auf dem Oberdeck tobt das gräuliche Bordtanzfest, von dem ich mich auf eine halbe Stunde gedrückt habe, um dir zu schreiben. Die politische Lage scheint sich zweifellos zuzuspitzen und ich wünschte, wir wären in Deutschland. In dem Chef des Militärkabinetts, dem ernsten und ruhigen General von Lünker,
fand ich einen guten Kameraden, der mir noch dazu wesensverwandt war. Mit ihm habe ich 10 Jahre lang, Leid und Sorge teilend, getreulich an einem Strang gezogen. Wir, das heißt ein kleiner Kreis Eingeweihter, sind doch in einiger Spannung, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wie wird sich Russland verhalten, wenn es jetzt, wie sehr wahrscheinlich, zum Krieg zwischen Österreich und Serbien kommen wird? Unsere eigene Rolle ist vorgeschrieben. Am 23. nahm die Spannung auf der Hohenzollern sichtlich zu. Die Flotte hatte Funkverbindung mit uns hergestellt. Die österreichische Note ist heute in Belgrad übergeben worden. Sie soll sehr scharf sein. Was werden die Serben machen? Zweifellos wird sich dies danach richten, ob sie Russland hinter sich haben oder nicht. Am 24. wurde mit dem Sleipner ein Ausflug nach dem gegenüber von Balholm liegenden Flecken Wiek gemacht. Seine Majestät war von der alten Holzkirche entzückt, in der er den alten Baldur-Tempel erblickte. Und als Frithjof sich von Helge den geraubten Ring zurückholen wollte in jener Mittsommernacht, hat er höchstwahrscheinlich genau hier und bar jeder Absicht den Tempel in Brand gesetzt. Es regnet wieder. Heute ist unser 13. Tag hier in Balholm. Es fängt an, gründlich langweilig zu werden. Im Übrigen ist es gut, dass Niklas und Bodo nun bald zu ihren Regimentern kommen. Wer weiß, ob sie nicht gebraucht werden. Mache dir keine vorzeitigen Gedanken. Solche Krisen sind ja schon oft vorübergegangen. Und man kann sich eigentlich kaum denken, dass wegen dieser Mörderbande in Serbien ein großer Weltkrieg entbrennen sollte. Den ganzen Tag kam keinerlei Nachricht über das Ultimatum. Erst abends bei der Mosel-Club-Sitzung erhielt der Kaiser ein Telegramm, das ihm einen roten Kopf verursachte. Abends überraschte uns die Mannschaft des Sleipner noch mit einem Seemannsschatz. Das mit Flaggen herausgeputzte Boot, in welchem eine Radaukapelle ein ohrenbetäubendes Konzert verübte, umkreiste die Hohenzollern. Vorn am Steven prangte ein aus Holz gezimmertes Pferd mit 4 Vorderbeinen, welches die 4 Hinterbeine im Boot verborgen hatte. Auf dem Rücken dieses seltenen Tieres saß, den Speer schwingend, ein wundersamer Greis mit weißem, langsträhnigem Bart. Es war Wotan, der Gott des Krieges, welcher dem Kaiser seinen Besuch abstattete. Mitternachtssonne auf den Bergen lag, blutrot anzuschauen. Es war nicht Nacht, es war nicht Tag. Es war ein eigenes Grauen. In Baldurs Tempel im Opferhain, der Scheiterhaufen brannte. Vor dem Tor, im Fackelschein, man Frithjof den Kühnen erkannte. Die Tempelpriester standen geschart, Eingeweide besehend vom Opferlamm, das jung und zart, die Zukunft so erspähend. Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche. Das Geschoss ist in die linke Bauchseite von vorn hinein und am Rückgrat wieder hinausgegangen. Quer durch den Unterleib, wo Niere und Milz sitzen. Teure, innigst geliebte Herzensfrau. Schon Niklas brach mir das Herz und nun Bodo dazu. Vor mir stehen die Bilder unserer beiden Jungens, die nun im Jenseits auf uns warten. Lass uns kämpfen und ringen um Gottes erbarmende Gnade, die unsere todwunden Herzen heilen wird. 25. Juli. Der drahtlose Zeitungsdienst von Norddeich hatte vor dem Frühstück den Wortlaut der österreichischen Note an Serbien gebracht. Als ich ihn eben an Deck stehend gelesen hatte, trat Graf Wedel an mich heran, der als Vertreter des Auswärtigen Amtes fungierte.
Ich verhehlte ihm nicht meine Besorgnis hinsichtlich des unerhört scharfen Tonfalls der Note und erhielt die charakteristische Antwort: Wir haben nur die Sorge, dass die Serben die Note schlucken. Eine günstigere Gelegenheit für einen Krieg werden wir so bald nicht mehr bekommen. Uns droht eine Prüfung, wie sie das deutsche Volk noch nie zuvor bestehen musste. Der große Krieg wird ohnehin kommen. Besser er kommt jetzt, wo Russland und Frankreich noch zu schwach sind. Da kam der Kaiser an Deck und sagte zu mir, der ich den Funkspruch in der Hand hatte: Was, das ist doch mal eine forsche Note. Man hatte es den Wienern nicht mehr zugetraut. Ja, Majestät, forsch ist die Note. Aber sie bedeutet Krieg. Blech, den Serben wird es gar nicht einfallen, einen Krieg zu riskieren. Nur fester auf die Füße des Gesindels getreten. Nach dem Frühstück, beim Einsteigen in die Boote zum Morgenspaziergang, erhielt der Kaiser eine Nachricht von Wolfs telegraphischem Büro, einem weiteren Zeitungsdienst. Inhalt des Telegramms war die große Bestürzung in Belgrad über die Note und eine Erklärung Russlands, dass es nicht uninteressiert bleiben könne. Nun war plötzlich große Aufregung. Balholm, 9.30 Uhr. Der Chef des Marinekabinetts an den Admiralstab. Geheim. Aufgrund Wolf-Nachricht haben seine Majestät folgenden Befehl erteilt an Flotte: Kohlenübernahme beschleunigen! Flotte klar halten! Zum Auslauf! Die in den benachbarten Fjorden befindlichen Schulschiffe erhielten Befehl zur Heimreise. Um 10 Uhr lief das Flottenflaggschiff ein. Und Admiral von Ingenohl meldete sich gleich beim Kaiser, der ihm eine Art Operationsbefehl gegen Russland gab. Wir müssen im Kriegsfall den ersten Schlag setzen. Führen Sie meine Flotte in die Ostsee und wenn der Zar mobil macht, zerstören Sie sofort zwei russische Hafenstädte. Und zwar Reval und Libau. Eure Majestät, ich möchte darauf hingewiesen haben wollen, dass es nicht ganz unproblematisch sein wird, wenn im Falle eines englischen Kriegseintritts die Flotte nicht in der Nordsee steht. Ein Eingreifen Englands steht doch völlig außer Frage. In der Ostsee ist kein einziges Schiff. Nein, wenn Russland mobil macht, muss meine Flotte schon in der Ostsee sein. Admiral von Ingenohl blieb ganz ruhig, wohl wissend, dass, wenn es zum Krieg kommen sollte, die Hochseeflotte kaum in der Ostsee zur Verwendung kommen würde. Na dann eben nicht! Mein geliebtes Frauchen, die heutigen Nachrichten lauten ernst genug. Der österreichische Gesandte in Belgrad wird heute Abend abreisen, wenn das Ultimatum nicht befriedigend beantwortet wird. Das bedeutet dann ziemlich sicher den Krieg. Bitte versorge die Jungens rechtzeitig mit Geld, damit sie nicht in Verlegenheit kommen. Besonders Bodo, der jetzt im Wartelager bei Posen sein wird. Niklas bleibt in Potsdam bis zum Manöver Anfang September. Aber wer weiß, wie alles wird. War mir schon bald nach der Ankunft in den norwegischen Gewässern die ganze Nordlandreise als verfehlt erschienen, so wurde sie mir mit den Ereignissen des heutigen Tages unerträglich. Ich sprach mit Lünker. Ich begreife nicht, warum er sich noch hier herumquält. Der Kaiser muss die Reise abbrechen. Ich fand dann auch die Zustimmung des Grafen Wedel, der noch keinerlei offizielle Nachricht aus Berlin über die Note hatte, wohl aber ein Telegramm unseres Gesandten aus Belgrad. Eine serbische Antwort auf das Ultimatum bis heute Abend ist ausgeschlossen. Das heißt, Krieg auf dem Balkan. Das Schweigen Berlins war umso auffälliger für mich, als der Kaiser mir gesagt hatte: Ich habe von dem Wortlaut des Ultimatums auch nur durch den Zeitungsbericht erfahren. Jedenfalls ließ ich nun um 3 Uhr nachmittags, ohne den Kaiser zu fragen, Dampf aufmachen. Als der Kaiser sich um 4:30 vom Nachmittagsschlaf hatte wecken lassen, ging ich zu ihm in die Schlafkabine. Er lag noch im Bett. Ich stellte ihm die Lage vor und erwähnte auch das neueste Telegramm aus Belgrad. Eure Majestät, ich schlage vor, dass wir noch heute Abend um 6 Uhr nach der Heimat in See gehen. Der Kaiser überlegte einen Augenblick. Ja. Einverstanden.
kann ich noch auf eine halbe Stunde an Land gehen. Ich bejahte das. Der Kaiser fuhr zu Abschiedsbesuchen an Land, während ich mit dem Flottenchef den Zeitpunkt der Heimreise der Flotte auf den nächsten Abend festsetzte. Leinen los! Leinen sind los! Achter Leinen los! Wir alle sind froh, dass es heimwärts geht. Vielleicht ist diese Heimfahrt auch für uns der erste Schritt zum Krieg. Nun, so wollen wir ihn ehrenvoll bestehen. Die Armee ist gut, so glauben wir wenigstens, und wird ihre Schuldigkeit tun. Freilich wird es ein schwerer Kampf mit zwei Fronten werden, wie wir ihn in dieser Ausdehnung noch nie gehabt haben. Es war ein schöner Sommerabend. Der Kaiser stand lange auf der Kommandobrücke und freute sich über die friedlichen Bilder von Wald, Bergen und Bauernhöfen, die sich uns auf der Fahrt aus dem Sonjefjord darboten. Immer noch genauso schön wie eh und je. Ja, Majestät, in solchen Zeiten politischer Spannung kann man fast mit Neid auf dieses Land blicken, dessen Bewohner jenseits der großen Kämpfe der Weltgeschichte stehen. Da haben Sie recht, Müller. Aber ich bin überzeugt, dass im letzten Moment doch alle Lenker der in Konflikt geratenen Staaten vor der ungeheuren Verantwortung des Krieges zurückschrecken werden. Es war, als ob die Hohenzollern ahnte, was auf dem Spiele stand. Sie flog dahin über die blauen Fluten mit 21 Meilen Fahrt, sodass bald die Küste Norwegens unseren Blicken entschwand. Die Torpedoboote waren nach Frederiksstadt vorausgeeilt, um dort Depeschen in Empfang zu nehmen. Der Morgen des 26. Juli fand uns schon in freiem Wasser mit so viel Seegang, dass die Pforten geschlossen gehalten werden mussten. Die scheußlichen Dünungsreflexe des Atlantik werden von allen, die sich in der kaiserlichen Nähe keine Blöße geben wollen, hinter einer blassen Heiterkeit verborgen, die oft an Blödsinn erinnert. Und doch leidet auch der Kaiser stets an Seekrankheit. Ähnlich wie ich. Nur mit dem Unterschied, dass ich es immer eingestehe. Und er niemals. Selbst wenn er speit. Die unterwegs eingetroffenen Nachrichten lauten, dass gestern Nachmittag die gesamte serbische Armee mobil gemacht wurde. Ein Telegramm des Reichskanzlers ging ein, das dem Kaiser verblümt vorhielt, er habe der Flotte auf ein bloßes Wolf-Telegramm hin Befehl gegeben, sich zur früheren Heimreise bereitzuhalten. Das stimmte. Aber die Reaktion auf das Wolf-Telegramm war dadurch verursacht, dass keinerlei Nachrichten vom Auswärtigen Amt vorlagen. Der Reichskanzler erhielt eine entsprechende Antwort. Was für eine unglaubliche Zumutung! Ich pflege militärische Maßnahmen nicht nach einem Wolf-Telegramm zu treffen, sondern nach der allgemeinen Lage. Und die hat der Zivilkanzler noch nicht begriffen. Es wird nötig sein, dass du nach Berlin zurückkehrst, wenn unsere Mobilmachung beginnt. Denn während derselben wird es fast unmöglich sein zu reisen. Willst du die Mädchen zurückholen? Ich denke, wir warten damit noch. Es wird sich ja alles entwirren. Der Botschafter in London an den Kaiser. Der englische Außenminister regte an, dass für den Fall einer gefährlichen Spannung zwischen Russland und Österreich die vier nicht unmittelbar beteiligten Staaten England, Deutschland, Frankreich und Italien zwischen Russland und Österreich-Ungarn die Vermittlung übernehmen sollen. Ist überflüssig! Ich tue nicht mit! Außer wenn Österreich mich ausdrücklich bittet, was nicht sehr wahrscheinlich ist. In Ehren- und vitalen Fragen konsultiert man andere nicht. Wenn ich mein Urteil über den Kaiser als Mensch zusammenfasse, so kann ich nur versichern, dass seine integere Persönlichkeit, seine grenzenlose Güte und Redlichkeit, seine Klugheit und seine Allgemeinbildung imponierend waren. Was war er doch für ein Mensch in des Wortes wahrster Bedeutung? Was für ein uranständiger Charakter, in dem kristallklares Lutherchristentum wurzelte? Es gibt sehr entschuldigende Momente für den Kaiser. Abgesehen von seiner unglücklichen Veranlagung und der verfehlten Erziehung,
Sind es die den veränderten Verhältnissen gar nicht Rechnung tragenden Arbeitsanforderungen, die an ihn in seiner Eigenschaft als oberster Kriegsherr gestellt wurden? Anforderungen, die in ihrem Übermaß zu unfreudiger oder direkt lässiger Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen führten. Es scheint schon anzufangen, sich zu entwirren. Der Hausmarschall sagt mir eben, dass der Kaiser gerade an die Kaiserin telegrafiert habe. Er wolle, nachdem er sich in Berlin genügend orientiert habe, zu ihr nach Kassel auf Schloss Wilhelmshöhe kommen. Das lässt nun nicht gerade auf einen bevorstehenden Ausbruch eines deutschen Krieges schließen. Wahrscheinlich hat der Kaiser, der noch heute Vormittag an Krieg glaubte, unterwegs beruhigende Nachrichten bekommen. Eigentlich ist es nun ein Unsinn, dass ich dir diese alarmierenden Zeilen zusende. Aber es amüsiert dich vielleicht zu sehen, in welchen Stimmungen diese Rückreise vonstatten ging. Noch einmal sah der Kaiser alle Teilnehmer der Nordlandfahrt zur Abendtafel. Die Stimmung war ernst und gedrückt. Wie ein Alp lagerte es über der Tafelrunde. Wer jemals einsam auf hoher See, nur Gottes Sternenhimmel über sich, Einkehr in sich selbst gehalten hat, der wird den Wert einer solchen Fahrt nicht verkennen. Richtig. Sehr richtig. Da kann man geheilt werden von Selbstüberschätzungen. Und das tut uns allen Not. Bravo, ja, danke. Bravo. Sehr gut. Seine Majestät fasste noch einmal die Eindrücke des Erlebten zusammen und sprach den Scheidenden seinen kaiserlichen Dank aus. Dann wurde das Glas geleert auf das Wohlsein des jüngsten Hohenzollernsprossen, des Prinzen Oskar, dessen Geburtstag auf den Tag der Trennung fiel. Einmal erzählte uns der Kaiser auf einem Spaziergang einen merkwürdigen Traum aus der vergangenen Nacht. Szene: ein eleganter Salon in der Botschaft in Paris, beim Botschafter von Schön. Gleichzeitig anwesend ist der längst verstorbene Botschafter Fürst Münster. Eine Dame sitzt am Klavier. Einzelne Herren spielen Schach. Botschafter von Schön, komm zu mir. Eure Majestät, die Franzosen wollen Sie zum Kaiser haben, um mit Deutschland ein Reich zu bilden. Französische Generäle sind auch zugegen und machen Meldung. Eure Majestät, die Truppen sind versammelt und stehen zu Ihrer Verfügung. Schließlich kommt die Fürstin Hatzfeld zu mir und sagt: Eure Majestät, ich verstehe die ganze Geschichte nicht. Und ich antworte: Ja, ich auch nicht. Und darüber erwachen. Juli, 7 Uhr früh. Wir sind dicht vor Kiel, gehen in einer halben Stunde vor Anker im Hafen. Der Hausmarschall sagt mir eben, dass der Kaiser schon heute Abend nach Wilhelmshöhe weiterführe. Es wird darauf ankommen, was der Kanzler in Berlin sagt. Ich schreibe heute Abend nochmal. Ich küsse und umarme dich und die Kinder. Die Nordlandfahrer von Philipp Stegers. Es sprachen Kaiser Wilhelm II., Thomas Thieme. Von Müller, Felix von Manteuffel. Güsfeld, Jürgen Thormann. Bort, Matthias Hase. Von Lünker, Udo Schenk. Axel von Schwering, Rainer Schöne. Sowie Anna Böttcher, Gregor Höppner, Hans-Peter Hallwachs, Rene Heinersdorf, Irm Herrmann, Ann Schwering-Sohnrei und viele andere. Komposition: Lee Budda. Technische Realisation: Gertrud Melcher und Sebastian Nohl. Regieassistenz: Oliver Metz. Regie: Claudia Johanna Leist. Mit besonderem Dank an das Bundesarchiv,